Zum Starten der Lookbox die Back-Taste für etwa 1,5 Sekunden drücken. Es startet zunächst das Mediencenter, in welchem Sie zwischen Bilder, Videos und Musik wählen können. In diesem Beispiel werden Bilder abgerufen, wählen Sie die Datei auf dem angeschlossenen Speicher, die Sie wiedergeben möchten, und die Wiedergabe startet auf dem originalen Fahrzeugdisplay. Bei der Auswahl der Musik verhält es sich ebenso. Wählen Sie das entsprechende File auf dem angeschlossenen Datenträger aus und es beginnt die Wiedergabe. Die Wiedergabe von Videos verhält sich analog. Es wird zunächst das File ausgewählt. Im Anschluss startet auf dem originalen Fahrzeugdisplay die Wiedergabe. Hier haben Sie alle Bedienmöglichkeiten wie bei einem herkömmlichen Videoplayer. Befinden Sie sich im Hauptmenü, gelangen Sie über die Back-Taste in das Auswahlmenü. Hier können Sie zwischen dem Mediencenter und den beiden Eingangskanälen als auch dem Setup-Menü wählen. Ebenso können Sie an dieser Stelle Display-Anpassungen durchführen. Dies bedeutet, Sie können die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung und die Schärfe abändern. Wird einer der beiden Eingangskanäle gewählt, wird das entsprechende Bild angezeigt. Die beiden Eingangskanäle können Sie an Wünschen entsprechend umbenennen. Unter dem Menüpunkt System Setup können weitere Einstellungen vorgenommen werden, unter anderem die Geschwindigkeit, bis zu welcher die Lookbox während der Fahrt funktioniert. Zudem können Sie an dieser Stelle Lookbox und Media Center Updates einspielen.